Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft ganz besonders einfach. Heute geht es um Energiearten. Was sind Energiearten? Damit wir das beantworten können, müssen wir erstmal unterscheiden. Es gibt auch Energieformen und das ist was anderes. Das ist erstmal eine blöde definitorische Unterscheidung, aber schauen wir uns mal kurz an, was sind Energieformen? Das ist sowas wie mechanische Energie, kinetische Energie, Strahlungsenergie. Das ist aber Thema eines anderen Erklärvideos. Aber heute soll es um Energiearten gehen. Und Energiearten sind praktisch Weiterentwicklungszustände von Energie im Sinne der Nutzung durch den Menschen. Und um das jetzt mal genau auszuführen, welche genauen Energiearten gibt es denn? Das Ganze beginnt mit der Primärenergie. Primärenergie ist die Energie, wie wir sie direkt aus der Natur, aus der Umwelt entnehmen können, über Primärenergieträger. Das ist zum Beispiel Kohle. Kohle, die wir direkt aus der Erde entnehmen. Oder Erdöl oder Erdgas, das wir direkt ja praktisch aus der Umwelt entnehmen können. Genauso gut aber auch der Wind oder eben auch die Sonnenstrahlen. Das sind alles Primärenergieträger, die die Primärenergie zur Verfügung stellen. Diese sind jetzt natürlich noch nicht so direkt nutzbar, sondern müssen erstmal umgewandelt werden. Und da geht es jetzt genau in die Unterscheidung von Energiearten. Die werden umgewandelt, damit sie transportiert werden können in Sekundärenergie. Was also aus dem ursprünglichen Primärenergieträger Kohle entstanden ist, ist jetzt der Sekundärenergieträger Kohlebrikett, welches super transportiert werden kann zum Kunden zur weiteren Nutzung. Oder auch, dass aus dem Primärenergieträger Erdöl jetzt zum Beispiel Benzin oder Diesel erzeugt wird, was dann wiederum der Sekundärenergieträger zum weiteren Transport hin zur Anwendung durch den Menschen verarbeitet werden kann. Oder eben genauso gut, dass der Primärenergieträger Sonnenenergie jetzt weiterentwickelt werden kann zu Strom. Strom oder auch Elektrizität ist ein Sekundärenergieträger, der dann wiederum über die Stromleitung hin zur Nutzung durch den Kunden, durch den Endverbraucher, durch den Menschen gehen wird. Das ist jetzt also erstmal die Unterscheidung zwischen der Primärenergie und dem Primärenergieträger und der Sekundärenergie mit dem Sekundärenergieträger. Es gibt jetzt aber in der Energiewirtschaft noch eine rein bilanzielle Unterscheidung, praktisch zur kaufmännischen Abgrenzung, und das ist die Endenergie. Das ist die Energie, die auch tatsächlich beim Endkunden, beim Verbraucher ankommt, praktisch abzüglich der Transportverluste. Das ist ganz praktisch bei einer Stromleitung, dass über weite Entfernungen hinweg etwas Strom einfach an die Umwelt abgegeben wird und damit ein Energieverlust praktisch stattfindet. Oder dass halt bei einem Kohletransport irgendwie mal ein Brikett vom Laster fällt. Schlussendlich das, was dann also abzüglich von Transportverlusten ankommt, das ist die Endenergie. Und dadurch kommen wir auch schon zum letzten Part und das ist die Nutzenergie. Die Nutzenergie ist dann die Endenergie, die jetzt tatsächlich vom Verbraucher angewendet, also genutzt wird. Und das ist eben auch nicht der Strom, sondern das ist das Licht, was aus dem Strom entsteht. Und das ist eben auch nicht das Gas oder das Benzin, sondern das ist eben die Wärme, die aus der Heizung kommt. Das heißt, die Umwandlungsform, die wir schlussendlich dann aus der Sekundärenergie für unsere eigene Nutzung geschaffen haben, das ist die Nutzenergie. Und das ist jetzt auch schon die Zusammenfassung, was denn Energiearten sind. Unbedingt differenziert von Energieformen. Während Energieformen physikalische Umwandlungsformen sind, sind die Energiearten praktisch die energiewirtschaftliche Unterscheidung von ja, Weiterentwicklungsstufen der Energie hin zur Nutzung durch den Menschen. Und das sind Energiearten. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu, dann schreibt die in die Kommentare. Ansonsten liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert.